Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hi Leute. Was geht ab? Weiter auf der Route. Ja, wir sind immer noch mit Navi unterwegs hier, ne? Also noch kennen wir uns hier nicht aus. Ist echt alles kompliziert. Die ganzen Straßen, die ganzen Brücken, die ganzen Unterführungen. Ich checke gar nichts. Noch wissen wir noch nicht mal, wie wir zu uns in die Wohnung reinkommen, aber ist okay. Das lernen wir noch alles. Ich fange mal direkt mit dem Feedback an. Wir haben gerade eben auch so ein paar Kommentare von unserer Wohnungstour gelesen. Das Video, was wir vor, weiß nicht, ein paar Tagen hochgeladen haben. Danke für das ganze positive Feedback. Wir lieben unsere Wohnung, auch die Einrichtung. Es gab aber auch ein paar Negatives. Leute, ich habe das Gefühl, ihr kommt eher nicht damit klar, dass wir unser Haus verlassen haben, als wir. Ihr seid noch trauriger als wir. Was heißt als wir? Ihr seid einfach richtig traurig. Leute, ihr braucht nicht traurig sein. Aber ihr kommt schon darüber hinweg. Also ich würde es gerne abkaufen, wenn ihr so traurig seid. Ihr kommt schon darüber hinweg. Also alles gut, ihr werdet euch schon daran gewöhnen. Also wir sind sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Ich wollte das ganz kurz mal nebenbei erwähnen. Was haben wir heute vor? Wir gehen heute einkaufen. Wir machen heute unseren ersten Großeinkauf, Leute, für die Wohnung. Wir werden auch so ungefähr die Preise sagen, so umgerechnet. Wir sind gespannt, was es kosten wird. Ihr hört ja mal hier und da, die Türkei ist sehr teuer geworden, Inflation, dies, das. Jetzt erleben wir das mal selber, was so ein Einkauf kostet hier. Also wir haben jetzt selber nicht so ein Gefühl für, aber wir gucken mal. Was wollte ich jetzt wieder sagen? Irgendwie bin ich wieder aus dem Thema. Ich sehe voll rot aus, einfach wegen dem Dings, was ich angezogen habe heute. Guck mal, du siehst auch rot aus, ne? Das Scherpür reflektieren. Wir haben sehr, sehr viel Glück, dass wir auch Freunde haben, die aus Deutschland hierher gezogen sind. Und die sagen uns dann halt auch immer, wo wir einkaufen sollten, wo es halt so gute Sachen gibt. Und heute fahren wir zum Metro. Da kann man wohl alles Mögliche einkaufen. Ich brauche hier auch Putzsachen, also nicht nur jetzt Lebensmittel und so. Ich brauche halt wirklich auch Putzsachen zum Reinigen etc. Ja, mehrere Sachen einfach für die Wohnung, was noch fehlt. Genau, das erledigen wir dann heute. Dann braucht Tunjai noch ein paar Anziehsachen und Eiers. Ich bin gut ausgesorgt. Das machen wir heute noch. Wir nehmen euch mit. Überall die türkische Flagge. Ja, sieht einfach so wie Ikea aus. Leute, das ist ein Großmarkt. Hier kriegt man Sachen in größeren Packungen, sag ich mal. So in Big Packs. Echt? Das ist eigentlich für Dings gedacht. So für, wie soll ich sagen, so Ladenbesitzer, die halt in großen Mengen einkaufen möchten. Die kriegen es halt günstiger. Wie Dacke, ich wusste das nicht. Ich bin kein Ladenbesitzer. Und ich brauche keine großen Mengen, wenn ich hier den Bild wie Aljaktin will. Ah, hier gibt es auch was zu essen. Wo gibt es hier nicht was zu essen? Also ich hätte jetzt gerade richtig Bock auf Dings. Einfach nur. Wir können auch Hotdog Pilau ist so Nord und so. Nordlo Pilau oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Genau das liebe ich, ne? Wo gibt es hier nicht was zu essen? Wirklich. Wo? Wir kommen kurz einkaufen, Metro. Daneben gibt es einfach so ein Restaurant. Liebe ich. Sen nasıl şarkı söylüyorsun? Beşiktaş sana yemin olsun bitmeyecek sevdan. Leute, wir haben ja das Galatasaray Stadion direkt neben uns. Ayaz denkt die ganze Zeit das Beşiktaş Stadion. Er geht so hin, sieht das Stadion und singt da so Beşiktaş Lieder. Oğlum Beşiktaş bizim komşumuz değil mi? Ja. Beşiktaş sana emin olsun bitmeyecek sevdan. Tamam, ben warum singst du voll lahm? Tamam, ben söylemeyeyim. Sen söyle bana. Sigara donama. Peace. Biz çıkıyoruz. Haydi, alışverişe geldik. Peace. Oh, was das für eine Hitze. Leute, es ist so, so heiß einfach. 30 Grad. Guck mal, die Flasche, richtig geil. Das ist ein Michelin-Männchen. Diese Flasche bedeutet Türkei für mich. Diese grüne Soda-Flasche. Ja, wir haben uns jetzt hier hingesessen. Hier sind einfach nur so Atıştırmalıks. Ich weiß, wie ich das sagen soll. Einfach so snackmäßig. Bevor wir reingehen, dachten wir, wir holen uns erstmal eine kleine Energie. Vor allem, es ist richtig heiß. Wir wollten noch was Kaltes trinken. Ich habe ein Karışık Tost bestellt. Die meinte, wir haben so Eiwallık Ekmek. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich habe es bestellt. Leute, der Tost schmeckt so geil. Ich habe das voll vermisst. So ein Karışık Tost. Aller Beste. Ja Leute, wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz viel Glasreiniger. Weil ihr habt ja gesehen, wir haben sehr, sehr viele Fenster. Der beste da ist 1,50. Ja. Du kannst jetzt halt das hier noch holen zum Nachfüllen. Weißt du, was ich meine? Das ist halt ein günstiger. So, ich habe mir jetzt auch noch solche Dinger gefunden für Badezimmer und für Küche. Super. 2 in 1 Paket? Ja, 2,50. Beides. Ist okay.
Das sind jetzt etwas teurere Produkte, weil die auch von Beleder sind. Also das kostet zum Beispiel 5 Euro, solche Waschlappen. Mikrofasertücher. Ja, Mikrofasertücher. Hier, das und das, das kostet 2 Euro. Auch so 1,50 glaube ich, oder fast 2 Euro wieder. Das sind normale Preise. Wir haben jetzt auch einige andere Sachen geholt für die Spülmaschine. Und das ist jetzt für den Boden und so. Das hat glaube ich 1 Euro oder 1,50 gekostet. Aber bei den anderen Sachen, ihr kennt ja den Preis eigentlich. Das ist dasselbe wie hier. Aber Leute, für 1 Euro, das ist direkt schon zusammengefaltene Servietten, wenn man ja den Tisch vorbereitet. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich beschäftige mich ja die ganze Zeit. Ich meine, das gibt es in Deutschland auch, klar. Das ist, aber 1 Euro, ich glaube weniger. 1 Euro. Aya so ne? 1 Euro. 1 Euro, 1 Euro. 1 Euro, 1 Euro. 1 Euro. 1 Euro. Wir machen weiter mit den Preisen. Das hier kostet umgerechnet 5,30 Euro. Stolzer Preis. Aber Leute, für Lotus lohnt sich, oder? Nee, also ich finde gar nicht eigentlich. Aber der Herr wollte unbedingt. Schatz, Melone ist so groß wie du. Hier gibt es halt immer richtig heftige Packs, so, ne? Wenn du das kaufst, zahlst du wie viel? Wie bei Capia? Also Kilo ist 1 Euro davon und da ist glaube ich circa 6 Kilo drin, sprich diese Packung kostet 6 Kilo. Das Ganze kostet 1,10 Euro oder so ungefähr. Das kostet 3 Euro, je nach Kilo natürlich, aber guck mal, 1 Kilo kostet 50 Cent, 5 Kilo kostet dann 2,50 Euro, das Ganze kostet 2,50 Euro. Ja, ist günstig, ist gut. Kauniere, sag jetzt Kauniere, ist nicht mehr da. Avocado, ich habe Avocado gefunden. Avocado. Sind die nicht immer saftiger? Das sind Honigmelonen. Obwohl, das alles ist Honigmelonen. Aber hebst du Yumuşak gibi, Schatz? Ja, çürük çıkarsa, dann hat man so ein fettes Ding einfach umsonst gekauft. Super. Jetzt war Rula. Vergleich doch mal mit deinem Kopf. Ich bin so witzig. Ich habe jetzt 2 Avocados gefunden. Pro Stück 1 Euro. Die sehen schon geil aus. Pro Kilo 9,49 Euro. Wie viel macht das? 30 Cent pro Kilo. Dreh mal sowieso Basketball, dann ist gut. Ja, super. Denn mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Türkei schlechte Wassermelonen hat. Hast du so ein Ding gefunden? Ich glaube, die sind gut. Ich weiß nicht. Sen bunu nereden aldın? So Leute, wir sind jetzt... Was ist das für ein Geräusch? Hört nicht auf, egal. Wir sind jetzt in der Abteilung, wo Mob und so gibt. Und da gucken wir jetzt mal, was wir mitnehmen. Ach, jetzt hat er aufgehört. Ich wollte schon sagen. Wir haben schon sowas mitgenommen. Wieder von Veleda. Das Ding ist, ich traue mich halt auch nicht so unbekannte Marken zu kaufen, obwohl die sogar günstiger sind. Ich weiß nicht. Eigentlich voll sinnlos, aber manche verstehen mich bestimmt. Weil ich denke mir, ich kaufe dann halt lieber eine gute Marke, beziehungsweise auch die ich kenne, anstatt dass ich mir eine Sache dann mehrmals hole. Und Veleda ist halt eine gute Marke. Aber das ist halt auch geil, das hier. Ne, der wird nass, dann könnt ihr halt damit so wischen. Und danach kann man den wieder hier reinmachen. So, ihr habt schon verstanden. Ich hoffe, ich konnte es richtig zeigen. Halt, der ist halt auch gut. I don't know. Oder diese Wondero. Was ist das? Ich glaube, den tut man hier rein und dann... Ich habe keine Ahnung, Leute, ehrlich, ich weiß es nicht. Das Ding ist, ich habe ja nicht mehr so viel Platz zu Hause, sprich bei mir zu Hause, also in unserem alten Haus, hatten wir einfach so viele Möglichkeiten. Also ich habe mir einfach immer irgendwas geholt, weil ich wusste, ich habe einfach Platz, habe einfach alles so nebeneinander hingestellt, so viele Möglichkeiten zum Putzen. Ja, in dieser Wohnung darf ich mir nur eine Sache aussuchen. Sollte ich nur eine Sache aussuchen. Ja, hallo. Was machst du hier in diesem Laden? Wie bist du hier reingekommen? Akutujak şimdi. Psch, psch, psch. Mir die ganze Zeit schon. Psch, psch, psch. Wutsch mir Eiers. Wir sind back at home und räumen jetzt den Einkauf ein. Hast du schon gesagt, wie viel es gekostet hat? Es hat 370 Euro gekostet, aber 130 Euro ist davon nur diese Birkenstock-Helix. Also wir haben ungefähr 220 Euro für den Einkauf bezahlt. Also ihr habt jetzt zwar nicht alles gesehen, was wir gekauft haben, aber das meiste eigentlich schon. Also hier nochmal zu sehen, knapp 11.000 Lira hat es gekostet. Ah ja, also wir müssen jetzt weitermachen. Und zwar, der Fernseher muss eingestellt werden. So sieht das Ganze gerade aus. Wir müssen die PlayStation auspacken, hier aufbauen. Und leider haben wir nicht genug Steckdosen hier für den Fernseher, für PlayStation und für den Modem. Deswegen haben wir sowas geholt, damit wir genug Steckerplatz haben. Und jetzt bauen wir das Ganze auf, Ayaz. Hadi bakalım. Hilfst du mir, Baba? Ja.
Ja, danke schön. Leute, inzwischen sind ein paar Stunden vergangen. Wir haben den Fernseher nicht hinbekommen. Er ist schlafen gegangen, ohne Fernsehen zu schauen. Er hat sich so gefreut, Leute, dass er wieder sein Niloja und was weiß ich was anschauen kann, aber es hat nicht geklappt. So haben wir hier irgendeinen Fehler, dass wir die Software nicht aktualisieren können. Ich check's nicht. Wir können unseren Arbeitgeber nicht runterladen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe in den Kommentaren sehr oft gelesen, dass ihr unsere Aussicht auch mal nachts sehen möchtet mit den ganzen Beleuchtungen der Stadt, der Skyline von Istanbul. Deswegen gehen wir ganz kurz raus. Das sieht gerade mega geil aus, Leute. So, erstmal hier von unserer Küche aus. Diese Aussicht einfach mega geil, Leute. Hier dieses Rams Park Stadion. Die ganzen Lichter, seht ihr hier die Brücke? Das ist die zweite Brücke. Auch beleuchtet, sehr schön. Wallah krank, wallah sehr krank. Jetzt gehen wir auf den Balkon, Leute. Hab Jungs. So, hier sind wir draußen auf dem Balkon. Schaut mal diese Lichter an, Leute. Das ist doch krank, oder? Ich sag mal gar nichts. Genießt einfach. Einzig Negative hier, es ist schon etwas lauter. Hier ist ja die Autobahn oder Schnellstraße. Voll mit Autos. Wir haben Essen bestellt, wir haben dem Typen extra gesagt, klingel nicht, weil er jetzt gerade schläft. Leute, in dieser Wohnung ist halt immer so, wenn wir Essen bestellen, dann müssen die erstmal durch eine Sicherheitskontrolle. Hallo, meine Mutter. Er wird einen weglösen. Und dann müssen wir halt immer bestätigen, dass wir wirklich was bestellt haben. Ja. Dieses komplexe Gebäude hier, da darf keiner von außen rein. Einfach so rein. Es ist eine Security vor Ort. Man kommt nur mit so einer Karte rein. Immer, wenn jemand uns besuchen möchte oder im Lieferdienst kommt, ruft uns erstmal hier Security an und fragt, ob wirklich jemand erwartet wird. Und wir bestätigen dann und dann darf er durch. Am Anfang, Leute, wir wussten nicht, dass unsere Tür klingeln so ist. Ja, ihr habt ja gerade eben gehört. Wir sitzen so einfach im Wohnzimmer und dann kommt einfach so Musik. Wir denken, oh. Wir tanzen. Ich denke, Tuncay schaut sich irgendwas auf TikTok an und ich tanze dazu und Tuncay lässt es halt voll so laufen. Ich glaube, du dachtest dann, das heißt auf meinem Handy was. Hä? Ich habe das gar nicht so realisiert, aber irgendwie liegt halt Musik. Keine Ahnung. Und ich so die ganze Zeit. Und der Typ wartet dann einfach draußen. Er wartet einfach vor der Tür. Nee, Security. Nicht mal vor der Tür. Security ruft an und wir tanzen hier. Das war echt witzig. Leute, wir sind einfach so fertig, ne? Wirklich. Wir haben es heute nur geschafft, einzukaufen. Und allein das hat uns einfach schon fertig gemacht. Vor allem wegen der Hitze, vor allem wegen Ayas. Das Ding ist, klar, es ist gerade neu für ihn hier. Er hat halt gar keine Spielzeuge, nicht mal sein Bett ist da. Ich wünschte, es hätte mit der anderen Umzugsfirma geklappt, sodass unsere Sachen vorher schon hier wären. Aber jetzt müssen wir warten, bis die kommen. Und so, wir haben schon ein, zwei neue Spielzeuge gekauft, damit er hier spielen kann, aber ihr wisst, wie Kinder sind. Hast du unseren Kühlschrank gezeigt? Wir haben den ein bisschen befüllt. Mit was? Mit 11.000 Lira. Was? Er ist auch müde. Genau, er will halt die ganze Zeit beschäftigt werden und wir wollen ja auch was schaffen nebenbei. Unser Fernseher hat dort noch nicht mal geklappt, wie Tunja es erzählt hat. Also deshalb ist es schon anstrengend gerade. Ich bin echt froh, wenn unsere Umzugsfirma dann endlich ankommt, sodass ja, wir Ayas auch mit seinen Spielzeugen beschäftigen können oder dass er sich auch mal alleine beschäftigt. Deshalb sehen wir so aus, deshalb so müde. Das sieht gerade voll gruselig aus. Wir haben eine Wassermelone gekocht, aber wir haben kein Messer. Ich habe nicht verstanden, warum du das gemacht hast, aber egal. Das ist bestimmt ein Lifehack, oder? Ohne Messer, Wassermelone, nur einfach so an die Kante, tack! Dann haben wir zwei Hälften. Oh Mann, ey. Boah, ich zeig euch mal kurz den Verkehr. Hast du das schon gezeigt? Istanbul-Verkehr. Um diese Uhrzeit dann auch noch. Wie spät ist es? 11 Uhr? Wie wisst ihr, was ich nicht checke? Der Sprit hier in der Türkei ist so teuer, aber alle fahren Auto. Ja, scheiß, nur die es sich leisten können. Ist doch klar. Ja, es gibt auch 20 Millionen Menschen hier. Leute, wisst ihr, was krass ist? Ich bin aus einer Stadt nach Istanbul gezogen. Da, wo ich aufgewachsen und gewohnt habe, gab es ungefähr 22.000 Einwohner. Und jetzt hier gibt es 22 Millionen Einwohner. Das ist schon ein heftiger Upgrade. Lieben wir. Bu çocuğun hayatına bir ben geldim, bir de altı oldu her şey, değil mi Şat? Das ist schon krass, da wo ich herkomme, würden einfach alle, wenn sich alle versammeln würden, würden hier in dieses Stadion passen. So klein war die Stadt. Und stell dich vor, hier sind 22 Millionen oder noch mehr. Offiziell wahrscheinlich weniger auf Papier, aber in echt sind es wahrscheinlich noch mehr. Wie findest du es, dass ich in deinem Leben bin? Ha? Wie findest du es, dass ich in deinem Leben bin? Schön. Sonst wärst du ja nicht in meinem Leben. Kein Sinn.
Mit der Kika. Du kannst nicht einfach abhauen. Hey, wo bleibt der? Hm? Leute, ihr habt Quality Content. Quality Content. Es ist spät, wir haben Hunger. Dann entstehen halt solche Videos, was wir machen. Warum wirst du mit dem Kissen rum? Ich weiß es nicht, ich habe die ganze Zeit so ein Kissen in meiner Hand. Morgen ist Putztag. Und dann drehen wir morgen so ein Video. Wir putzen zum ersten Mal unser Haus. Morgen unterschreiben wir unseren Mietvertrag, Leute. Also wir wohnen zwar hier, aber wir haben noch keinen Mietvertrag. Achso, ich wollte gerade noch. Wir haben noch keinen Mietvertrag unterschrieben. Wir haben nur eine Anzahlung gemacht. Aha. Ich wollte schon sagen. Guten Morgen, euer Warte mal, das kam gerade. Ich sag schon, ich höre die ganze Zeit was, irgendwelche Schritte, ich so erst da. Annem. Sen, yemeğin kokusunu mu aldın? Niye uyandın sen? Geliyor amca bak, bize yemek getiriyor bak amca. Gördün mü? Hadi merhaba. Bize yemek getiriyor amca. Ayaz, jetzt gibt's erstmal Mitternachtssnack. Ja. Pilau mit Fasulye und Tavuk. Ve nereden ısmarladık? Meşhur un kapısı pilavcısından. Ich glaube, du hast ein bisschen falsch gesagt, aber ist okay. Wie heißt das nochmal? Un kapı pilavcısı mıydı? Neydi onun ismi? Öyle bir şey yani. Unkapı. Anladın. Unkapı. Anladınız siz. Ich glaube, anlamadım. Ya, auf jeden Fall sieht das mega lecker aus. Ne oldu? Sıcak mı daha? Sıcak. Evet, sıcakmış. Babam sıcak da, elleme. Wir essen gerade hier. Weil ich Angst wegen meinem Marmortisch habe. Weil mir wurde gesagt, auf Marmor können schnell Flecken entstehen. Und das ist so ein Fall. Ja, du kannst doch schnell wegwischen. Das ist, wenn du über wahrscheinlich Tage einfach den Fleck da lässt. Also, tut mir leid, das riskiere ich jetzt nicht, ne? Ich riskiere lieber diesen Tisch. Ja, Halliergel ist ja hier, was, wenn er auf den Teppich kommt. Auch das ist mir scheiße. Ayas, kannst du Deutsch? Rede mal Deutsch. Ja. Ups, ertappt. Ayaz, Almanca konuşsana bir. Konuş bir babam Almanca. Wir haben schon angefangen mit ihm auf Deutsch zu sprechen eigentlich. Ein Check eigentlich auf Efendim, Deutsch. Efendim, ne gördün? Mario. Ne var orada? Park, wow. Park değil babam, o İstanbul. Bir sürü ışık orada, evler var babam. Park gibi gözüküyor ama park değil o. Ich denke, das ist ein Spielplatz, Leute, weil es da so farbig leuchtet. Ayaz. Rengarenk, evet. Babam, Almanca konuşsana bir bunlarla. Er kann nicht reden, aber er versteht eigentlich voll viel. Hadi babam, konuş bir Almanca. Bu nasıl Almanca ya? Bir daha konuş, başka bir şey söyle. Saysana bir babayla. Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf, beş, sieben, acht, neun, zehn. Ya, aferin sana. Şimdi İngilizce. One. One, two, three, four. Dan, dan, dan. Dan, dan. Şarkıya geçtik yine. Hadi wir hauen jetzt richtig rein. Herkese afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım. Hadi annem, bak senin yemeğin de burada. Wir einfach bloß aufgestanden und jetzt mitten.